Willkommen Freunde bei Medal of Honor 2010 mit eurem Rufnex. Das Spiel kam am 14. Oktober 2010 auf den Markt, deswegen heißt es auch 2010. Hat aber leider schwere Kritik bekommen von großen Spielezeitschriftenherstellern und ja, ich möchte das jetzt selber mal testen. Angeblich konnte es damals mit Modern Warfare 2 nicht mithalten, also es konnte ihm nicht das Wasser reichen. Also EA Games, mal schauen, was ihr da auf den Markt geschmissen habt mit DICE zusammen, mit der Frostbite Engine wohlgemerkt, so wie man es schon gesehen hat. Wir werden es einfach mal testen und, was heißt testen, ich werde es einfach mal let's playen und mir mein eigenes Bild daraus machen, mit euch zusammen oder auch ohne euch, wie auch immer. Wenn ihr es verfolgen wollt, könnt ihr es abonnieren, ganz einfach klicken und schon seid ihr dabei. So, und dann starten wir einfach mal ein neues Spiel. Das Spiel, was ich noch sagen muss, ist in Englisch. Ich habe mir die, was heißt Englisch, ich habe es mir damals gebraucht gekauft, muss ich mal gucken. Könnte auch Russisch sein oder, Russia, okay, ist eine russische Version. Die habe ich mir mal ersteigert, gebraucht natürlich das Spiel, ersteigert, weil ich habe gedacht, neu kaufen, naja, wenn sie schon nicht so Gutes darüber geschrieben haben, muss ich ja nicht gleich neu kaufen. Ich kann es leider nicht online spielen dadurch, sonst hätte ich vielleicht mal ein Online-Special gemacht, weil der CD-Key über Originen ist es, glaube ich, schon benutzt wird. Leider, sonst hätte ich es mal online gezockt, aber es kann auch sein, ich kaufe es mir noch mal, also dann neu mit einem neuen Key. Aber lassen wir mal dahingestellt, ich habe 2-3 Euro dafür bezahlt und fangen wir einfach mal an mit dem Spiel. Ich spiele auf Medium. Ich habe eigentlich gesagt, ich spiele auf Leicht, ne? Ne, komm, wir können auch Medium spielen. Das passt schon so. Hä? Wie jetzt? Ach, das wird... Ah, okay, das wird gespeichert. Hart lassen wir mal lieber. So ist eigentlich ganz okay und wir fangen einfach mal an. Viel Spaß. Greatest hits of the Hindu Kush. Yeah, well, I'll take that over Preacher's hip-hop any day. He might be the first guy I shoot. All right, here we go. Is this your boy, Mother? Negative. Tariq's in a safe house in town. These are his boys. We're cool. They're giving us his location. Roger. Still, eyes open. Salamuna. Salam. Do I Bohigi Chimong Delta you? Nah, Taliban design no Pashak Shambeulon. Ha. Did you come here Kanuni post shari? Nah, everything cool here, my man. Cigarette? Nah, manana. Bro. Budu, I have Tariq's location. We're moving out. Panther, is Wolfpack in position? Affirmative. Gardez looks quiet from the south. Not yet. Let us know if things change. We'll go. Hang on. Us. Move. Way to keep your head, Fuya. Yeah, well, that dude was a pound of trigger pressure away from losing his. Now that we're gonna maintain four cars back. That dude said Taliban bugged out on Sunday. Yeah, them and everyone else. Well, keep your fingers on the triggers. Close the gap a little. You sure Tariq has the intel? Langley seems to think so. He knows something or else he wouldn't need all the security. Going left. What the fuck? Voodoo, we got company. Who the hell are these guys?
Roof, 12 o'clock. One target. 11 o'clock window, two targets. Mother, we got a truck blocking us in on our six. Got it. Chechens. Shit. So, wir sind angekommen in Afghanistan und wurden natürlich richtig nett empfangen von den Talibans. Sehr, sehr freundlich, ne? Okay, ich werde versuchen zwischen den Dialogen nicht viel zu reden, wie immer. Okay, Feindkontakt! Oh, fängt ja schon mal gut an. Okay, jetzt klappt's. Ich muss die Maus ein bisschen runterstellen. Okay. Okay, wir müssen jetzt zu unserem anderen Trupp vorstoßen. Uns mit denen treffen. Oh shit. Aber das Problem ist überall Talibans. Gar nicht gut. Okay. Was in dem Teil richtig geil ist, wenn man keine Munition mehr hat, geht man einfach mal hin und sagt, hey du, halt, nee, Moment. Du, ich brauche Munition. Hast du mal ein bisschen was? Moment, jetzt vielleicht klappt's jetzt. Jetzt, hier, F drücken und zack, müsste ich normalerweise wieder 300 Schuss haben. Oder noch nicht. Okay, nachher klappt's auf jeden Fall. Yes! Na, wartet. Wo sind die? Oh. Scheiße. Wir haben auch noch eine Schrotflinte dabei. Ganz edel. Meine Lieblingswaffe. So, sind sie? Okay, wie sonst sind sie da drin? Nee, noch nicht. Boom. Okay, bücken. Und rein da. Da ist noch einer. Wie ihr sehen könnt, müsste ihm der Kopf fehlen. Oder nicht? Aber der Arm fehlt. Also die Gore-Effekte sind eingeschalten. Was in der deutschen Version natürlich nicht möglich ist. Aber in der russischen beziehungsweise englischen. Okay. Okay, da oben ist. Da oben sind sie. Oh, da wäre mein eigener fast. So, wir sorgen erstmal dafür, dass wir hier nicht mehr belästigt werden von denen. Ich habe euch den Untertitel natürlich eingeschaltet, damit ihr mitlesen könnt, falls ich mal zu laut bin oder zu viel rede, was meine Einheiten miteinander kommunizieren. Wo sind sie? Da. Was ich auch richtig geil finde, die Waffensounds, die haben was, also die gehen richtig geil ab. Was ist unsere Junge? So, hahaha, interessant. Okay, okay. Perfekt. Okay, ich werde mal meine Schrotflinte nehmen. Ah, ich soll das Tor aufbrechen. Kick! Okay, dem fehlt der Kopf, oder? Ich will mal sehen, wie einem der Kopf fehlt. Verdammt! Ah, nein, ich will kein... Was? Was soll ich drücken? Ah, nee. Press the thumb button. Achso, hier. Okay. Mit dem Messer. Ah, okay.
Z. Kriegen wir nachts. Oh, geil. This way. Die sehen mich nicht. Oh, das ist fies. Okay, hier ist alles klar. Ja, ja. Der armlose Taliban. Der armlose Gangster. Oh, dem hat's die Birne zerfetzt. Wow. Okay. Und dem wahrscheinlich auch. Ja, so wie es aussieht, wird Headshot angezeigt. Ich habe auch in den Optionen die HUDs anzeigen lassen, damit ich sehe, was passiert hier. Okay. Okay. Kick the door. And. Kill this motherfucker. Scheiße. Geh mal mit der Knarre vor. Perfekt. Alles getötet. Oh. Lots of movement up here. Dead men are on the ground. Roger, coming to you. Rabbit, outside. Jetzt könnte ich mal Munition brauchen. Jetzt müsste mir normalerweise geben. Jawohl, jetzt hat's geklappt. Wow. Also das Holz ist hier nicht kugelsicher, so wie es aussieht. Das ist auch mal nicht schlecht. Objekt komplett. Ich hol erstmal meine Schrotti raus. Oh, wow, wow, wow. So, jetzt haben wir sie. Die Frostbite Engine ist natürlich auch eine richtig geile Grafik Engine, weil die wird auch benutzt. Bei Bad Company 2 zum Beispiel. Okay. Run. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich mache hier mal ein kurzes Päuschen. Sobald die mal fertig gelabert haben. Und ich hoffe, wir sehen uns im zweiten Part. Oder besser gesagt, in den nächsten Parts, wo jetzt noch kommen werden. Und ich hoffe, euch gefällt auch das Spiel. Schreibt mir mal eure Meinung dazu. Also ich finde es bis jetzt eigentlich ziemlich ansprechend. Hat was ein bisschen von COD. Ja, Afghanistan halt. Und Neuzeitkrieg, auf gut Deutsch gesagt. Schreibt es mir, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao.